Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von VGMag. Ich habe gerade den Badisch versucht zu imitieren, aber ich habe gemerkt, dass ich mich da ganz schön dämlich anstelle, denn ich bin nicht der Badisch, ich bin euer Toni, auch vom VGMag-Kanal, also ein Mega. Ich werde euch heute ein kleines Update-Info-Video bringen zu drei Sachen, die ich nutze. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ihr seht hier schon das Turtle Beach PX22 Headset, Originalpreis 79,99. Das Ganze habe ich mir vor einem Monat gegönnt. Und ich sage euch auch ganz einfach, aus welchem Grund ich mir das gemacht habe. Ich habe zwei Headsets davor gehabt. Zum einen das Triton AX Pro und davor sogar noch ein Sony PS4 Headset, Wireless etc. Und mit beiden Headsets war ich nicht zufrieden, beziehungsweise mein Gegenüber war nicht zufrieden. Die habe ich dann immer schlecht gehört, das hat gerauscht, es war ein Wackelkontakt, irgendwas hat nicht so super funktioniert. Und dann habe ich mich einfach mal schlau gemacht, was es für Headset gibt, was die meisten Leute so auf YouTube nutzen. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und bin dann halt auf das PX22 gestoßen. Hab mir davor erstmal angeguckt, funktioniert das, PS4 etc. Und dann habe ich es mir irgendwann nur gönnt. Und vom Anschließen an der PS4, es gibt nichts Einfaches. Und zwar habt ihr ja so ein USB-Kabel, was da mit dabei ist. Also das USB-Kabel geht dann hier so lang, bla bla bla, bis zum Headset selber. Das stehst ihr ganz einfach an die PS4 dran. Ihr habt hier noch einen Klinker-Audio-Stecker. Den zeige ich euch gleich, wofür ihr den noch nutzen könnt. Ich brauche den jetzt nicht, weil ich mich nicht dafür entschieden habe. Ich schließe das Ganze an die PS4 an. Die PS4 hat sie eigentlich direkt erkannt. Zumindest war es in meinem Fall so, aber bei allen anderen auch. Ihr geht dann hier auf Geräte, auf Audiogeräte. Und habt dann hier oben halt Eingabe- und Ausgabegerät und da müsst ihr dann euer Turtle Beach PX22 Headset wiederfinden. Das müsst ihr dann natürlich auswählen, dass ihr das Ganze auch nutzen könnt. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, den Mikrofonpegel anzupassen und dann nochmal euer Ausgabegerät, Lautstärke etc. halt da nochmal anzupassen. Der Audio-Klinkerstecker, der jetzt hier noch drunter hängt, den kann man nutzen, wenn man zum Beispiel, ich zeige euch das mal, ich habe das hier gerade rausgesucht für euch, das Turtle Beach Earforce PS4 Headset Upgrade Kit kauft. Und zwar habt ihr auch hier den USB-Anschluss, der an die PS4 gehört. Hier dieser USB-Anschluss, den ich zurzeit an meine PS4 dran habe, also das vom Headset, das kommt hier dran. Und dann kommt hier dieser Klinker-Audio-Stecker dran. Und der Vorteil soll mit diesem Upgrade Kit sein, dass man individuell nochmal die Lautstärke vom Chat und vom Game Sound einstellen kann. Weil viele Leute haben gesagt, das, was man so einstellen kann, ich zeige euch das auch gleich, das, was man so einstellen kann, das ist nicht in Ordnung, das ist zu leise, man hört das alles irgendwie gar nicht richtig und ich kann das Ganze nicht nachvollziehen, weil ich zeige euch mal gerade, ihr habt hier den Regler vom Headset und einmal umdrehen, so, ihr habt einmal hier den Regler vom Headset und ihr habt halt hier unten zum Beispiel die Lautstärke, die Gesamtlautstärke, dann habt ihr halt hier einmal die Lautstärke vom Chat und halt und ihr habt hier einmal noch den Regler für den Mikrofonpegel. Und wenn man das so ein bisschen halt einstellt bzw. anpasst, dann finde ich, ist alles perfekt. Also da braucht man nicht unbedingt das Upgrade-Kit. Und man kann sich auch nochmal 30 Euro direkt sparen. Habt hier oben noch den Bass und den Treble, den ihr anpassen könnt. Und dann hier oben nochmal so einen Schieberegler, um das Ganze auf Mute zu stellen oder nochmal ein bisschen leiser zu stellen. Mich hat das Headset perfekt überzeugt. Alle Leute, die jetzt so mit mir in der Party sind oder im Spiel selber oder so, sagen, ey Toni, hast echt ein perfektes Headset, gar nichts mehr, ist voll, also diese Rauschunterdrückung gibt's gar nicht, also man hört dich nicht mehr rauschen. Und das hat mich auf jeden Fall schon mal positiv auf jeden Fall, da kann ich mir auf die Schulter klopfen, da habe ich da echt das richtige Headset geholt. Ich kann es euch auf jeden Fall nur weiterempfehlen, 80 Euro ist eine gute Investition auf jeden Fall in dieses Headset. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum zweiten Part. Und zwar habe ich hier einen Monitor, auf den ich die ganze Zeit schon einblende oder leuchte. Und zwar ist es ein BenQ Gaming Monitor. Ich werde euch auch da nochmal ganz kurz, hier ist die Verpackung, auch da nochmal ganz kurz auf Amazon zeigen, so ein bisschen, was der Monitor so kann oder hat und was er kostet. Ihr habt da nochmal so gerade ein Bild. Also es ist 24 Zoll BenQ LED Monitor, Gaming Monitor. Hat eine Millisekunde Reaktionszeit und Anschlüsse bzw. was er kann, Full HD, HDMI, DVI, VGA. Das Ganze gibt es in Schwarz oder in Weiß. Schwarz kostet erst zur Zeit 189. Ich habe damals vor einem Jahr 169 gezahlt und ich
kam ganz einfach auf dem Monitor. Also mir wurde er, oder was heißt empfohlen, wurde er mir nicht direkt, aber ich bin auf die Seite von Apocalypse Red gegangen, also von dem YouTuber. Und der hat ja auch so ein paar Infovideos gemacht, was er für Monitore empfiehlt. Und er hat dann wirklich den Monitor empfohlen. Und ja, ziemlich geiler Monitor. Ich bin seit Anfang an, seitdem ich den angeschlossen habe, rundum begeistert. Weil davor habe ich auf einen 42 Zoll Fernseher gezockt und da weiß ich gar nicht, was er für eine Reaktionszeit hat. Der war für Spiele wie Fußball, also Pro Evolution Soccer oder FIFA, ausreichend völlig in Ordnung, aber für so Ego-Shooter überhaupt nicht in Ordnung, weil da ist es halt wirklich wichtig, dass man eine, wirklich, also eine Millisekunde oder eine geringe Reaktionszeit hat, halt um einfach sich schnell zu drehen, zu interagieren, zu, um einfach wirklich on point zu sein, wenn es drauf ankommt. Und hat mich halt wirklich auch nochmal ein bisschen nach vorne gebracht, was meine Gameplays angeht, also ein bisschen verbessert. Und dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall schon mal zum Monitor, also lohnenswerter Monitor. Und zum ganzen Schluss möchte ich euch nochmal ganz kurz meinen Controller zeigen. Und zwar habe ich hier einen gemodderten Controller von der Firma King, also King Controller. Und warum habe ich mir den Controller gekauft? Also ich habe damals einen SCUF Controller gehabt. Beim SCUF Controller war halt immer das Problem, dass die Pedals aus Plastik sind, also aus Kunststoff. Die waren mir öfters mal weggebrochen und da musste ich den hinschicken und dann hat das alles so ewig gedauert und das hat mich immer so ein bisschen schon gestört. Und dann natürlich auch einmal der Preis, also die von SCUF Gaming sind echt teuer. Dann gibt es ja noch Burn Controller, die habe ich ja auch schon mal recherchiert, aber auch die sind teuer und die kommen ja aus Frankreich. Da dauert es ja dann auch nochmal ewig, bis die her sind. Und dann auch da habe ich mir dann wieder so ein bisschen Internet schlau gemacht, was die Leute für so für Controller nutzen. Da bin ich auf die Firma King Controller gekommen und der Controller hat jetzt 120 Euro gekostet. Hier habe ich mir nochmal zwei Upgrades machen lassen. Zum einen Bullet Buttons, da hatte ich hier nochmal weiße Thumbsticks, die sind mir dann nach kurzer Zeit so ein bisschen weggebrochen, also nach einer längeren Zeit, also jetzt nicht sofort. Das habe ich dann aber eingeschickt, die haben mir das sofort ausgetauscht. Und das zum Beispiel, die Leute, ist auch ganz, ganz wichtig, also der Service. Ja, wenn der Service scheiße ist, dann bringt euch das auch nicht irgendwie so ein günstiger oder teurer Controller was, sondern das muss auch stimmen. Und mit den Jungs hatte ich dann zwischendurch mal geschrieben über Messenger und habe gesagt, oh Leute, ich habe einen Controller, der ist was kaputt gegangen von euch, ja, schickt den ein und wir machen das kostenlos. Ja, und die Jungs halten dann auch wirklich ihr Wort und das finde ich sehr, sehr geil. Deswegen kann ich auf jeden Fall beruhigend gewissens die Jungs euch weiterempfehlen und sagen, mit denen macht ihr echt nichts falsch. Ja, wie ihr jetzt auch nochmal gesehen habt, habe ich hier unten eine Beleuchtung, also ein LED-Band eingebaut in meinen selbstgebauten Schrank, sage ich mal, wo mein Monitor Plazy und dann ja unten auch nochmal später was Besonderes drin steht. Ich habe es schon ausgebaut, auch schon beleuchtet, aber dazu werde ich euch auf jeden Fall ja in Kürze dann ein Infovideo oder ein kleines Special-Video zeigen. Nicht alleine, da wird der Badisch dann wieder dabei sein. Und alle drei Sachen, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, die werde ich auch nochmal in die Videolink-Beschreibung reinpacken, dass ihr direkt auf die Seiten kommt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr euch da irgendwas mitnehmen konntet oder ich euch da irgendwie so ein bisschen beratschlagen konnte, dann hat es mich natürlich einerseits gefreut. Ich würde mich aber genauso freuen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Probleme habt oder ja, irgendwie nicht weiterkommt, Hilfe braucht oder so, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch da direkt irgendwie, wenn ich das da lese, halt beantworten, euch helfen. Und wünsche euch auf jeden Fall dahin noch einen schönen Abend, beziehungsweise eine schöne Woche und wir sehen uns. Ciao!